Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Blickpunkt Leine-Bergland. Dies ist nicht der Eifelder Bahnhof, wie man vermuten könnte, sondern es ist gerade noch so in Deutschland die Völklinger Hütte, übrigens auch UNESCO-Weltkulturerbe. Hier startet heute unser Blickpunkt. Bleiben Sie dran. Aus dem sehr südlichen Leine-Bergland schwenken wir erstmal in die schöne Saalestadt Eelze. Dort befindet sich nämlich unser neuer Kooperationspartner Stichwes Hotel am Bahnhof. Ein Betrieb, der sich jetzt gerade mit dem Bau von neuen Komfortzimmern nochmal kräftig erweitert hat und damit noch attraktiver wird für seine Gäste. Was Stichwes Hotel alles zu bieten hat, sehen Sie demnächst in einem extra Beitrag. Schauen Sie mal rein. In Eifelt wurde vor kurzem der neue Polo im Rahmen eines Volkswagenfestes im Autohaus Feddersen vorgestellt. Bei dann doch schönem Wetter machten sich viele interessierte Besucher aus Eifelt und dem Umland auf in die Senator-Behrens-Straße, um sich bei kulinarischer Stärkung, Spiel und Spaß für Groß und Klein und attraktiven Gewinnspielen den neuen Polo anzusehen, der übrigens optisch und technisch noch eine Schippe draufgelegt hat. So, liebe Zuschauer, das ist die Gewinnerkarte. Ja? Man musste nämlich schätzen, wie viele Luftballons in diesem Polo drin sind. Und ich bin der Einzige, der das weiß. Und deswegen tue ich das jetzt hier rein und fahre dann nachher mit dem Polo gleich nach Hause. Wenn Sie mal eine Probefahrt machen möchten, sprechen Sie gern das Autohaus Feddersen an. Wir schwenken nach Salzhemmendorf, wo wir das Oktoberfest der Reitanlage Stefan Remmel besucht haben. Unsere Zuschauerin Sandra Haag hatte uns mit Informationen versorgt und damit unsere Neugier geweckt, also haben wir uns auf den Weg gemacht. Und in der Tat hat sich der Weg gelohnt, denn wir trafen auf eine toll besuchte Veranstaltung in und um einer beeindruckenden Reithalle, in der es beste kulinarische und musikalische Unterhaltung gab. Stefan Remmel und der Reitverein Salzhemmendorf sind sehr aktiv und setzen sich beispielsweise auch gerade für sozial benachteiligte Mitmenschen ein. Wir sagen herzlichen Glückwunsch zum 4. Jahrestag und weiter so. Zu guter Letzt noch eine erfreuliche sportliche Meldung, die uns Sigi Kraft zukommen ließ. Die landesoffene Leichtathletik-Sportveranstaltung in Kahlefeld lockte auch in diesem Jahr viele Sportler aus der Region in das dortige Stadion. Bei hervorragenden äußerlichen Bedingungen sollte es für das Team der TG Vreden ein Tag der Erfolge werden. Zunächst eroberte Paul Barnik im Vierkampf der U12 einen zweiten Platz. Jasper Kaspari konnte sich im 800-Meter-Lauf in der M05 durchsetzen. Und Viktoria Scholz dominierte die 800 Meter in der W8. Vizemeisterin Charlena Kraft ließ im U8-Dreikampf so manche Konkurrentin hinter sich. Und auch Paula Kaspari war mit ihrem fünften Platz in dieser Disziplin mehr als zufrieden. Dazu passte natürlich, dass Chef Marc Kaspari die 3000 Meter in der M5 als Sieger über die Ziellinie sprintete. Jetzt sind wir drauf, ne? So, liebe Zuschauer, das war unser Blickpunkt Leine-Bergland für heute. Zum Abschluss haben wir uns mal ins südliche Leine-Bergland begeben, nämlich hier nach Trier vor der Porta Nigra. Und ich hole jetzt ein bisschen Seife und einen Eimer mit Wasser und dann machen wir daraus die Porta Blanco. So sind wir Leine-Bergländer.